Hallo und guten Tag. Ich habe Ihnen ja noch eine dritte Möglichkeit versprochen, einen Screenshot zu machen. Das heißt, Ihren Bildschirm oder einen Ausschnitt Ihres Bildschirms zu fotografieren. Da brauchen Sie keine Office-Anwendung. Sie müssen auch nichts aus dem Internet runterladen. Sie geben einfach bei der Suche mal Snip ein. Und dann wird Ihnen da schon vorgeschlagen. Ich mache mal den Rechtsklick drauf, weil ich habe das nämlich sonst immer gleich an meiner Startleiste beziehungsweise an dieser Taskleiste hier, weil ich brauche es einfach oft, um irgendwo was zu fotografieren. Jetzt habe ich hier die Schaltfläche neu. Wenn ich da drauf gehe, dann wird meine Maus zu so einem Kreuz und mit Drücken der linken Maustaste kann ich einen Bereich markieren und schon ist er da. Dann habe ich jetzt die Möglichkeit, es zu speichern, es zu senden, per E-Mail als Anlage, es zu drucken. Ich kann es beenden, ich kann auch sagen, neu ausschneiden. Wenn ich hier auf Bearbeiten gehe, habe ich noch die Möglichkeit, kopieren oder es mit Paint zu bearbeiten. Und hier habe ich noch mehrere Möglichkeiten mit Stifte und Radierer. Aber diese ganzen Tools, die hier oben drin sind, die Befehle, die haben Sie hier also auch schon als Vorschlag. Das heißt, ich könnte jetzt hier speichern, hier kann ich es kopieren, per E-Mail versenden. Dann habe ich hier den Stift, der ist total schön. Ich nehme mal einen Rotstift und dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, dieses hier, das ist das Besondere bei diesem Ausschnitt. Ich könnte natürlich auch mit diesem Markierstift hier arbeiten. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich es wieder wegradieren. Dann ist das wieder weg und hier habe ich die Möglichkeit, mit Paint das weiter zu bearbeiten. Also ganz geniale Sache. Was auch schön ist, ich sage mal neu ausschneiden und ich sage mal bei dem Modus, ich möchte freies Ausschneiden machen. Also Sie haben hier noch die Möglichkeit, das komplette Fenster auch auszuschneiden oder das Vollbild. Aber freies Ausschneiden, das ist auch ganz schön. Dann kann ich nämlich gleich hier das markieren und habe das hier. Also wie gesagt, Sie brauchen keine Office-Anwendung. Das Betriebssystem bringt das Snipping-Tool mit. Und Sie haben zum Beispiel eine Fehlermeldung auf Ihrem PC, die wollen Sie schnell Ihrem Admin schicken. Okay, Snipping-Tool auf, einrahmen und wegschicken. Ich denke mal, für den einen oder anderen oder für viele ganz nützlich. Wenn es Ihnen gefallen hat, Daumen hoch, danke, tschüss und einen schönen dritten Advent.